πράσινο. Ο Στράνα να μην δούμε το ήλιο. Μη σάκα το πράσινο. Wollen wir starten? Haben Sie Fragen? Дали сакате со прашање или сакате вова да даде директорот? Да, повелат, ајде. Hematis, wie sieht die Situation mit der globalen Krise im Land aus? Vor allem bei den deutschen Investoren im Land. Die Kosten haben sie sich erhöht. Was hören Sie von den deutschen Investoren? Wird es zu Entlassungen kommen wegen der Krise? Wie werden wir diese Krise überstehen? Also ich denke, wir haben eine unterschiedliche Situation für die jeweiligen Unternehmen. Diese Unternehmen sind zum Teil dahingehend betroffen, dass sie innerhalb des globalen Konzernes neue Produktionsstandorte suchen und neue Ausweichmöglichkeiten finden müssen. Und hier ist insbesondere der Westbalkan von großem Interesse. Immer mehr различные ситуации, различные компании. Посебно кај глобалните интернационални компании, сега се тие доведени во ситуација кога треба да бараат нови пазари. Нови пазари каде што може да го префрлат своето производство. Од голем интерес за овој подвиг се и државите од Западен Балкан. Und Sie können davon ausgehen, dass die Unternehmen natürlich genau wie alle anderen Bürger auch von höheren Energiekosten betroffen sind. Hier sogar noch sehr viel mehr, weil die Preissteigerungen hier auch direkt an die Unternehmen weitergeleistet werden. Das heißt also, höhere Energiekosten, aber auch gestiegene Personalkosten sind auf der einen Seite ein Druck auf die Unternehmen. Auf der anderen Seite sprach ich davon, dass wir hier schon sichtbar bei einzelnen Unternehmen höhere Produktionskapazitäten haben müssen, weil diese weitere Projekte, weitere neue Aufträge übernehmen. И компаниите, како и граѓаните, се погодени во оваа криза во однос на зголемените трошоци за енергија. Посебно тоа се чувствува нели кај компаниите кои што користат индустријска струја. Исто така имавме во изминатиот период изголемување на трошоците за персонал. Но од друга страна, пак оно што сакам да го кажам, дека кај некои од компаниите во земјата има потреба од зголемено производство. Некои од постичките фабрики треба да ги прошират своите производни капацитети, да вработат нови лица, за да ги постигнат сите оние нови побарувања, кои што ги имаат добиено од нивните клиенти. Neben dem Krieg in der Ukraine haben allerdings auch andere Rahmenbedingungen Auswirkungen auf die hiesige Industrie. Покрај војната во Украина и други рамковни услови имаат влијание на индустријата во земјава. Das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, was gültig ab 1. Januar 2023 in Deutschland sein wird, wird zukünftig auch noch durch das EU-Gesetz flankiert bzw. getoppt. Das wird dazu führen, dass wir Unternehmen aus dem Bereich der Textilindustrie haben, die neue Lieferanten suchen, die möglicherweise aus Südostasien sich zurückziehen werden und in diese Regionen kommen werden. Hier müssen also die Lieferketten vorhanden sein, beziehungsweise die Unternehmen, die hier vor Ort schon sind, werden neue Aufträge bekommen. Со војната во Украина, не единствената ситуација која што се случува и влијае на стопанството. Имаме во Германија воведување од 1. јануар 2023 на нов закон, закон кој што се однесува на глобалните синџири на добавувачи. Меѓутоа, овој закон ќе биде уште појачен со новиот закон и за ЕУ. Тука, да кажеме, компаниите кои што се текстилна индустрија, можат да добијат одлична шанса.
се планира префрлување на производството од југоисточна Азија поблиску во Европа. Така да за компаниите кои што работат во оваа бранжа во Северна Македонија може да добијат многу нови налози и многу нови бизнеси да се отворат. Vielleicht noch, ich möchte unbedingt auch noch ergänzen, Sie sehen heute ja auch, wir haben als exklusiven Partner neben der ProCredit Bank auch WebHelp und wir haben Majorel als Premium-Mitglied. Was sagt uns das? Wir haben neue Investoren im Bereich der Serviceindustrie. Diese Callcenter bedienen internationale große Konzerne in Europa und in den USA und stellen hier verstärkt junge Akademiker ein, die Sprachkenntnisse haben, um hier quasi After-Sales-Service für große Konzerne in allen möglichen Industrien auch zu ermöglichen. Und das sind gute Arbeitgeber, die auch gute Gehälter zahlen und eine Auswirkung auf urbanes Leben haben. Она што би сакал да посочам денеска, покрај ProCredit Банка, која што е наш главен партнер на овој настан, втор главен партнер е компанијата WebHelp. Покрај WebHelp, тука можете да погледнете и логото од компанијата Majorel. Ова се две нови компании, две нови инвестиции во нашата држава, кои што се од областа на услужната дејност и корисничкото искуство, кол-центри. Овие компании се големи работодавци, интернационални работодавци, работат со клиенти на пазарите во Европа и во Америка. Ќе обезбедат и ќе отворат голем број на работни места во земјата и тоа добро платени работни места за граѓани кои што се со високо образование и имаат познавање на јазици. Така да гледаме дека некои работи се движат напред. Also, Sie haben jetzt in Ihren Aussagen erzählt, dass es den deutschen Investoren in Nordmazedonien sehr gut geht. Sie sprechen über das positive Szenario. Was ist aber mit dem negativen Szenario? Wegen der Energiekrise, dass die Investoren das Land verlassen, wegen des neuen Sorgfaltskettengesetzes, dass die mazedonischen Unternehmen, die im Ausland produzieren, die Kunden verlieren, dass Arbeitsplätze verloren gehen werden. Also das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz wird eher dazu führen, dass mehr Arbeitsplätze hier geschaffen werden und es werden keine abwandern, weil wir hier einen Gesetzesrahmen vorfinden, der dem der EU entspricht. Und das ist relevant für Investoren. Напротив, сметам дека со воведувањето на Законот за заштита на сенчирите на добавувачи, морам да напоменам, тој ќе се воведат следната година, не е воведен, се раја шанса за македонската економија, бидејќи македонското законодавство содействува по поголемиот дел од рамките со европското законодавство. Така да сметам дека тоа напротив ќе донесе многу поголем број на компании во државата и многу повеќе работа за постоечките. Es gibt aber tatsächlich vereinzelte Unternehmen, die auch einen Produktionsrückgang im letzten Monat von rund 20% gehabt haben. Das sind Unternehmen, die davon betroffen sind, dass es einen unmittelbaren Produktionsstopp von Automobilen einiger Modelle in Deutschland gab und diese Zulieferer für Teile dieser Modelle, die nicht produziert wurden, haben vorübergehend einen Produktionsstopp auch erlitten. Но исто така можам да напоменам дека кај поединечни компании од автомобилската индустрија во земјата минатиот месец имаше за 20% пат на извозот. До овој пат е дојдено бидејќи беше донесена одлука во Германија одредени модели на автомобили за
одреден временски период да не се произведуваат. Така да овие компании произведуваат компоненти токму за тие модели, меѓутоа тоа повторно нагласувам дека е само кај неколку компании случајот. Дали имаме други прашања? Кој ќе биде порадено што ќе има пренесете денеска на премиера? Веќе месеч веоден за на премиера ми не ставајте ги. Also erst einmal, wir verstehen uns als Brücke zwischen den Unternehmen und der Regierung. Wir sind Partner von sowohl als auch. Und wir wollen natürlich gute Rahmenbedingungen für die Unternehmen haben, vorfinden oder diese verbessern. Unsere Institution verstehen wir als Most zwischen der Regierung und Unternehmen. Едноставно, оно што го сакаме и за кое што се залагаме, тоа се добри рамковни услови за стопанството и за компаниите и да работиме онаму каде што може да се подобрат тие уште повеќе. Das heißt, wir sind da unbequem, wo es erforderlich ist, aber wir wollen das im Positiven für das Land und auch die deutschen Investoren. Ja, das ist eine bilaterale Sache. Wir wollen sowohl die mazedonischen Zulieferer stärken und diese mit deutschen Unternehmen und Kunden zusammenführen, als auch die deutschen Investoren hier. Und hier kommunizieren wir offen mit der Regierung. Ние се подразбираме како една билатерална организација. Организација која што сака да даде својата поддршка на македонските компании, кои што имаат клиенти во Германија, кои што соработуваат таму со компании, меѓутоа исто така сакаме да пружиме на германските инвеститори кои што се во земјата и да им помогнеме да имаат добри рамковни услови за работа. Да спас? Дали е тоа си? Ајде, повелете. Also, значи, vor drei Jahren, nee, vor drei Jahren, пред три години беше тоа, така? Да, vor drei Jahren haben Sie der Regierung eine Null gegeben über die Arbeit. Wie würden Sie jetzt das Klima, das politische Klima im Land bewerten? Haben wir null Korruption, null graue Wirtschaft, null Business, сива економија, корупција? Rechtssicherheit haben wir, muss in der Rechtssicherheit verbessern. Also ich möchte mal auch nochmal feststellen, nicht ich gebe irgendwelche Noten, sondern es sind Umfrageergebnisse der Unternehmen. Und es war ein Ergebnis, wo in den Spitzen nicht das Ergebnis sehr gut vorgegeben wurde oder angegeben wurde. Ja, und die Probleme, die Sie angesprochen haben, gibt es teilweise. Und ich glaube, allen Stakeholdern sind die Probleme auch bewusst und daran arbeiten wir. Hm? Ja, okay. Und die Null als Bewertung war auch Fake News. Ja, da schauen Sie einfach die Ergebnisse an. Wir können Ihnen die Ergebnisse dieses Economic Outlooks von vor drei Jahren zuschicken und da sehen Sie das Ergebnis. Што би сакал да кажам, дека сите овие точки кои што ги наведовте во вашето прашање, можам да кажам дека пред три години беше направена анкета помеѓу компаниите. Резултатите од таа анкета си уште ги имаме. Во самата скала на оценување имавме добро, меѓутоа позиција најдобро немавме. Така да можам да кажам дека дел од овие проблеми сте уште поштаат. Меѓутоа, сите страни застигнати кои што се одговорни, се информирани за овие прашања и ги знаат и се свестни, се работи на нивно подобрување. А нулата како нула никогаш не беше дадена како оценка и сметам дека тоа е една лажна вест која што се прошири во јавноста. Анкетата и резултатите од таа анкета се уште ги имаме и можеме после овој денешен настан да ви ги ставиме на располагање. Дали имам уште нешто толку? Haben wir jetzt eine Note von der Konjunkturumfrage? Die Konjunkturumfrage ist im Moment noch
Im Prozess. Ja, wir haben noch kein Ergebnis. Aber Sie werden davon sicherlich am Ende hören. Значи анкетата е во процес, само да ми информирам, значи оваа анкета се спроведува во 13 држави во југоисточна Европа. Ја правиме значи со нашите канцелари, германски комори во сите тие држави и е уште во фаза на тек, обично се завршува кон крајот на пролетта, така да тогаш ќе бидат презентирани новите резултати. Супер, дали може сега да ве замолам да влеземе внатре?